Hallo, Michael Kotze, der Rucksackunternehmer. Willkommen an diesem fantastischen Tag. Heute schauen wir uns eine 800.000 Euro Uhrensammlung an. Von Coco Petkoff, der Trading-Experte aus Dubai. Lustige Geschichte. Lustig ist es jetzt nicht, aber ich war auch schon mal auf einem Event. War das 7 Euro oder 9 Euro Event in Wuppertal? Da habe ich ihn schon mal live gesehen. Fand ich ein interessantes Event. Auf jeden Fall. Ich meine, ne, 7 Euro, 9 Euro, soll ich da jetzt sagen, das war super geil, super schlecht oder so? Das ist nichts, ne? Eine Pizza. Aber das Event war cool, kann man machen. Für den Preis, das war jetzt nicht irgendwie so ein 5.000 Euro Seminar, wo ich sagen würde, hey, das hat mir noch ein bisschen besser gefallen, das schlechter. Ja, ganz entspannt war das. Aber interessant, würde ich auch wieder hingehen. Ich würde auch das Zehnfache bezahlen, ehrlich gesagt. Ja. Okay, 8.000 Euro Uhrensammlung. Okay, Richard Mille, Rolex, Patek, AP. Ja, schauen wir uns das an. 15.000 Aufrufe. Okay, um ehrlich zu sein, die dritte mit dem Gold. Da gibt es ja auch diese Big Bang. Die sind ja auch manchmal so. Die finde ich, das mag ich. Ne? Okay, schauen wir mal. Hoffentlich ist die Musik nicht wieder gesperrt, dass ich wieder einen Strike bekomme. Hallo und herzlich willkommen zu meiner Uhrensammlung heute. Tada! Das Ding ist schon geil, ne? Dieser Rotator, keine Ahnung, ne? Damit dann halt die Uhr immer wieder aufgeladen ist sozusagen. Das sieht schon geil aus. Das Ding ist dabei, gratis, oder wie war das? Fangen wir mit dem besten Stück. Ja, meine Richard Mille 1103 Weißgold. Ganz ehrlich, coole Uhr, no hate, aber dann hätte ich lieber ein Ferrari, ein Lambo für den Preis. Und dafür kriegst du dann schon so einen Sportwagen. Ich weiß, dass der Coco auch das hat, aber ja. Voll mit Diamanten, von der Factory voll mit Diamanten, also nicht im Nachhinein irgendwie dazu. Natürlich, ne? Wenn du dann halt so viel Geld ausgibst und die Uhr im Nachhinein würde ich auf gar keinen Fall machen. Also ich als nicht Uhrenexperte würde so eine teure Uhr nicht im Nachhinein irgendjemand dran rumbohren lassen. Ja. Diese Bastler-Sachen mag ich gar nicht. Also wenn ich kein Geld für Diamanten original vom Uhrenmacher habe, dann leiste ich mir auch keine. Coole Einstellung. Das ist die Uhr, eine wunderschöne Uhr. 360.000 Euro damals bezahlt, direkt bei Richard Mille. 360.000 Euro, Leute. Ganz ehrlich, 360.000 Euro, die ist cool. Die sieht cool aus. Aber dafür eine Wohnung? Vielleicht sogar zwei Eigentumswohnungen, die zwei Zimmer, so ein bisschen kleinere zwei Dinger oder so. Ja, die dann noch Miete erwirtschaftet. Ich meine, die USK, ja, aber. Pff. Und direkt mit dem McLaren-Armband in Orange. Natürlich. Ne? Wobei, McLaren, ja, ich weiß, das ist jetzt mittlerweile unter YouTube-Mann das McLaren auch voll angesagt oder so. Was würdest du mit 360.000 Euro machen? Also gut, der Coco hat jetzt noch ein bisschen mehr Geld, ne? Aber was würdest du mit 360.000 Euro machen? Ein Zimmerapartment kaufen und ein dickes Auto oder so. In Gelb habe ich das noch bestellt, dauert aber irgendwie ewig. Dann in Orange, meint er wohl. Kam noch dieser Lockdown dazwischen. Ist einfach eine Wunder. Nein, ist was sagt der Marc Gebauer dazu? Fake oder real? Real, oder? Ja, ist eine schöne Uhr. Ja, ich hätte sie auch gerne. Würde ich so viel Geld ausgeben? Eher nicht. Also, wenn ich 20 Millionen auf mein Konto habe und 20 Millionen investiert habe, 20 Millionen, die mir Dividenden bringen und so, dann ja. Dann ja, aber puh, aber schönes Teil. Glückwunsch dafür. Hart erarbeitet. Schöne Uhr, überall mit Diamanten besetzt und das Original
von der Richard Mille Factory ist eigentlich... Ich muss sagen, ich finde den Boden immer am geilsten, wenn du da reingucken kannst. Es gibt ja auch von Omega so ein paar Uhren, da kannst du dann nicht durchgucken oder so. Den Glasboden oder so finde ich immer am geilsten. Das muss sein. Eigentlich, nicht eigentlich, sondern das... Oder bei Rolex, ne? Weiß ich nicht, ob da gibt es da ganz teure Rolex-Modelle, wo du den Boden, wo der aus Glas ist oder so. Gut, ich weiß, Rolex ist so eher so ein Arbeitstier. Na, kannst du alles mitmachen, kannst du joggen mitgehen, keine Ahnung, was läuft immer. Die anderen Marken, manchmal darf man das damit nicht. Ja, nicht alle, aber ich bin aber jetzt auch kein Rolex-Experte, aber ja, cool. Hier ist die teuerste. Hätte als letztes zeigen sollen den Highlight. Jetzt lohnt sich das gar nicht mehr, oder? Was sagt ihr? Nein, Spaß beiseite. 800.000, also hat er ja noch ein paar Uhren. Richard Mille 1103, die nicht Tourbillon ist, okay? Klar, die Tourbillon-Modelle, die gehen für 1 Million 600.000 Euro alles, ja? Für auch über 1 Million teilweise. Aber 1103, nicht Tourbillon. Insgesamt 1103 ist das die teuerste, die es auf dem Markt gibt. Und davon wurden ungefähr 2, maximal 3 pro Jahr ausgeliefert. Und du musst jetzt mal davon ausgehen, ja, ich weiß, die Uhren haben manchmal auch Wertsteigerungen oder so. Den Wert der Uhr oder den Preis der Uhr, das in Dividendenaktien zu investieren, bringt dir vielleicht 2000 Euro Dividenden jeden Monat. Weil man muss sich vorstellen, eine normale 1103 kostet im Laden circa 200.000 Euro bei Richard Mille und die hier hat direkt 360.000 gekostet. Dieses Jahr wurde der Preis zweimal erhöht, heißt, die kostet jetzt im Laden schon 400.000 Euro und ja, ich denke am freien Markt, wenn man die so findet, vielleicht 450.000 Euro, vielleicht 500.000. Umso schlimmer finde ich das fast. Ganz ehrlich, wenn ich 370 bezahlt hätte und würde 500 dafür bekommen innerhalb ein Jahr oder so, ja, wäre die weg für mich. Ja, die verkauft, Gewinne mitnehmen. 100, für mich ist das auch alles eine Geldanlage, aber ich trage die Uhr auch. Man sagt immer, ja, du hast doch jetzt schon Profit. Ich habe noch gar keinen Profit gemacht, weil ich die Uhr auch noch nicht verkauft habe. Stimmt. Ne? Die kann ja auch nächstes Jahr auch nur noch 150 wert sein. Keine Ahnung. Der Hype ist vorbei. Die hauen auf einmal ganz viele Modelle raus oder so. Oder. Ja, keine Ahnung. Alles Mögliche kann passieren. Deshalb, erst wenn du das Geld in der Hand hast, ist es Profit. Will ich auch noch gar nicht verkaufen. Das heißt, das ist hier mein Sicherheitsposten. Aber komm, ich zeige dir noch der Rest der Sicherheitsposten. Ja? Hier haben wir noch einige Uhren. Mir ist erst heute aufgefallen, dass das gar nicht so einfach ist, selbst von einem Zimmer ins andere umzuziehen hier. Unfassbar. Ja. Probleme eines Multimillionärs. Milliardär ist er, glaube ich, nicht. Ne? Aber Multimillionär wird er höchstwahrscheinlich schon sein. Probleme, ne? Erste Weltprobleme oder wie? Gucken wir mal der Reihenfolge nach, okay? Meine allererste Uhr war die AP, Audemars Piguet Royal Oak. Die ist cool, wie gesagt, die Big Bang ist ja so ähnlich. Schlag mich bitte nicht, liebe Uhrenexperten, ne? Kostet, glaube ich, auch nur einen Bruchteil oft manchmal. Oder ja, ne, Bruder kostet ja auch 15.000 manchmal oder 20.000 oder so. Aber ja, so ein Style mag ich, ne? So dieses Schwarz und Gold und so. Offshore, 44 mm. Ah, hier sieht man sie schön, ne? Also etwas, was ich sehr, sehr nice finde, hätte ich sehr, sehr gerne. Würde ich nehmen. Also, lieber Coco, wenn du sagst, hey Michael, das Video hat mir so gut gefallen, ich gebe dir die einfach mal, ich schenke dir eine. Eine wunderschöne Uhr, ja, und das war meine allererste Uhr, hat gekostet 44.900. Okay, er schenkt mir die nicht. Okay, müssen wir weiter träumen, aber schöne Uhr. 100, damals Euros, alle Preise in Euros, das war in 2016 habe ich die gekauft. Das war meine allererste Uhr, auch direkt vom Shop. Alle Uhren, die du hier siehst, von den zwei Uhren ist das jetzt bisher die geilste Uhr. Das Stil mag ich einfach, ne? So Kautschuk, Gold und so. Ist, habe ich original im Shop
zum Listenpreis gekauft, ja. Die letzten zwei, na, nicht die letzten zwei, machen wir mal weiter. Eine, die ich auch da gekauft habe, das ist eine geile Uhr. Die hat jetzt eine extreme Wertsteigerung hingelegt. Das ist die Day-Date, die habe ich jetzt, die trage ich zu wenig, die ist für mein Handgelenk ein bisschen zu klein. Die habe ich jetzt kleiner gemacht für meine Frau und meine Frau trägt sie und guck mal, da passt sie mir gar nicht mehr. Also ist auf jeden Fall ein Statement, so eine Uhr schon. Das ist ein Statement, wenn du so eine Uhr hast. Mehr brauche ich da, glaube ich, nicht zu sagen. Es ist höchstwahrscheinlich so ein Uhrendings, das ist egal, ob du die vor 20 Jahren hast und höchstwahrscheinlich in 20 Jahren wird es auch noch egal sein. Vom Style her wird einfach zu vielen Kleidungsstilen passen. Bei der Richard Mille weiß man das nicht, ne? Und ganz ehrlich, mit so einer Richard Mille läufst du nicht durch Deutschland. Da läufst du auch nicht abends durch Nizza. Und auch in manchen Stadtteilen von Los Angeles läufst du mit keiner Richard Mille los. Da sind vier Dinger raus, haben wir vier Dinger rausgenommen. Und eine wunderschöne Uhr, Roségold mit dem grünen Zifferblatt, richtig, richtig geil. Ich habe damals für diese Uhr, die war im Laden, ich habe sie damals für 22.000 Euro gekauft. Im Laden, ich habe erstmal Prozente drauf bekommen und dann habe ich die Mehrwertsteuer noch. Und heute 35 oder was? Zurückbekommen. Jetzt kostet die Uhr am freien Markt so um die 34, 35. Ich habe das Video nicht gesehen, ne Leute? Ich habe das Video nicht gesehen. Also 12.000, 13.000 Profit an diese Uhr. Wie gesagt, Profit kann man hin und her rechnen, wenn ich sie mal verkaufen würde. Aber ich glaube, wir haben trotzdem eine ähnlich. Also wenn ich das Geld hätte für eine Richard Mille, wie gesagt, 20 Millionen, würde ich sie auch kaufen vielleicht. Ich glaube, seine Uhren sind cool aus. Da ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, das würde ich mir auf gar keinen Fall kaufen. Natürlich sind wir immer beim Preis, ne? 44.000 auch für die Vorgängermodell. Ja, kann man auch anders investieren, aber irgendwann hast du halt genug Aktien und genug Gold und alles. Mache ich aber nicht. Ich denke realistisch, wenn man sie verkauft, jetzt könnte man sie auf die Schnelle für 32 verkaufen, weil der Markt ist da. Also das war auch eine, die ich mir 2016 damals geholt habe, mit nicht dieser, sondern das hier. Das sind meine zwei ältesten Uhren. Ich hatte noch zwei weitere, die habe ich jetzt verkauft, sind meine zwei einzigen Uhren, die ich aus 2016 mal verkauft habe. Das war eine 42er und das war auch eine Date Just. So, das ist jetzt eine neue Date Just. Die habe ich für unseren Manager gekauft. Ja. Aber die kosten auch 10.000, ne? 9.500 oder so, oder? Die ist noch in meinem Besitz. Warum? Weil der Manager noch nicht die Ziele erreicht hat. Bei bestimmt. Yeah, das ist aber cool, dass er dann halt. Das ist natürlich ein Anreiz, ne? Hast du die Ziele erreicht, kriegst du eine Rolex für 10.000. Wie gesagt, dieses Design ist jetzt nicht so, wo ich sage, so voll abgefahren, aber sehr zeitlos finde ich das. Ja, sehr zeitlos. Sehr, sehr cool. Aber trotzdem irgendwie, ja. Das Erreichen von den Zielen, da ist er jetzt dran, da sind wir jetzt dran als Team. Dann bekommt ihr diese Uhr geschenkt von mir, ja. Ist auch eine, die man nicht ganz so einfach bekommt, ist mit der Weißgold-Lünette und mit dem blauen Zifferblatt. Eine wunderschöne Uhr. Ich liebe diese Uhr. Auch hier habe ich die ganz normal im Laden gekauft und es ist hier so, wenn du einmal die Uhr kaufst, selbst wenn du sie verschenkst, am Manager, Frau, wen auch immer, ja, dann kannst du die Uhr nicht nochmal bestellen. Du kannst nicht eine Uhr doppelt bestellen. Okay. Ja, weil dann sehen sie dich als Händler. Und für mich kommt es nicht in Frage, auf dem grauen Markt zu kaufen. Okay, dann kauft die Frau das halt, ne? Oder so. Keine Ahnung. Aber wenn du dann halt eine Familie hast und ja. 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 Aber ich weiß, dass die bei Rolex echt schon gucken, ne? Wegen Handeln und so. Ferrari ist ja auch so. Wenn du einmal so einen limitierten Ferrari hast und der ist dann auf dem freien Markt oder so, ist die Chance sehr gering, dass du nochmal einen limitierten Ferrari bekommst. Bei irgendwelchen Resellern ist einfach nicht mein Ding. Ich liebe es, im Laden hinzugehen. Ich liebe es, da vernünftig bedient zu werden. Gestern bei Hermes schöne Macarons bekommen. Nicht, dass ich welche bräuchte, aber es ist einfach mal was anderes. Ja, eine wunderschöne Uhr. Eine andere davon hatte ich in
in Roségold. Roségold sieht ihn nochmal richtig, richtig. Ja, ich mag auch diese B-Color-Sachen oder so, Stargold-Modelle. Ich mag die voll. Ich weiß, aus irgendeinem Grund sind die nicht so angesagt, auch vom Wert her oder so, von den Wertsteigerungen, aber ich mag die voll. Geil aus. Das ist jetzt auch eine ganz neue, die ich mir gegönnt habe mit dem Wimbledon-Zifferblatt. Ja, da ist sie sogar noch verklebt, mal hier und da. Und ich habe sie schon ein paar Mal getragen, ich glaube zweimal. Also bei so vielen Uhren kommt man nicht dazu, sie alle viel zu tragen. Die hier hatte ich auch in Roségold mit dem braunen Zifferblatt. Das ist auch die andere, die ich verkauft habe. Und ich bereue immer noch, meine zwei Uhren verkauft zu haben. Das heißt, jetzt hätte ich 14 Uhren und nicht nur 12. Ja, habe ich auch. Ich habe ein paar Uhren, aber das sind alles nur so Hugo Boss Uhren oder sonst was. Oder so eine schöne Junghans aus Keramik oder so. Aber ich weiß, dass Uhrenliebhaber das nicht als Uhren ansehen. Ja, also ich verkaufe keine Uhr. Wie gesagt, das ist hier eine Sicherheitsanlage. Bei fast jeder Uhr habe ich auch Profit. Warum? Weil ich die zum Listenpreis kaufe und das alles spezielle Modelle sind, die mit Aufpreis verkauft werden. Eine ganz spezielle ist die hier. Ja, es ist meine Patek Aquanaut Blau-Weiß-Gold. Eine wunderschöne Uhr. Ja, sehr schlicht, ne? Also auch wieder so zeitlos. Kannst du auch irgendwie zum T-Shirt tragen, Hemd und keine Ahnung was. Ich finde, glaube ich, kannst du zu allen tragen, ne? Ist aber jetzt nicht so aufdringlich wie die Richard Mille, wo jeder sofort sieht, alter Schwede, weder ist das ein Faker, dass die gefaked ist oder sie ist echt. Also ja, ich finde sie sehr, sehr elegant. Jetzt sagen wir elegant. Elegant ist ein cooler Name, oder? Aber das ist wahrscheinlich auch vom Preis her wieder so, boah. Da habe ich es einfach mal gemerkt, was das für einen Unterschied macht. Wenn ich den hier mache, dann macht sie so ein geiles Geräusch, einfach nur. Weil sie sich auflädt. Ja, so. Das macht keine andere Uhr so krass wie die hier. Ich liebe diese Uhr. Ja, die hat einen Aufpreis, die habe ich circa für 30.000. Ich rechne immer alles nach Steuern. Warum? Weil ich in Dubai lebe. Die habe ich in Deutschland gekauft, zusammen mit dieser hier. Wenn ich da die Mehrwertsteuer wegziehe, dann hat sie mich ungefähr 30.000 Euro gekostet und die kostet jetzt am freien Markt 55.000 Euro, ja. Okay, doch kein Modell für mich. Also das hier, ich lasse alles fallen, ja. Wo prozentual der größte Gewinn da ist, ja. Eine wunderschöne Uhr, liebe ich. Schreib mal in den Kommentaren, welche Uhr du dir kaufen würdest. Oder welche du am geilsten findest. Natürlich, die Richard Mille ist schon richtig geil, so vom Handwerk, man kann da reingucken und so. Aber wie läufst du mit einer Richard Mille rum? Ich würde da niemals mit rumlaufen, glaube ich. Also, es sei denn, man lebt in Dubai oder so, aber in Deutschland oder in Nizza oder in L.A. oder auf Reisen hast du jedes Mal beim Zoll vielleicht sogar noch Ärger, musst du irgendwelche Papiere vorlegen und so weiter, wenn du dann halt angehalten wirst. Denke ich noch nicht mal daran, die irgendwie zu verkaufen oder sonst was. Für mich, ich liebe all die Uhren, die ich kaufe. Auch das hier ist meine klassische Uhr. Eine Wunder. Das ist auf jeden Fall nicht mein Modell. Ne? Also viel zu unruhig mit den ganzen Zeiger. Was ist das? Tag, Monat oder so. Und okay. Gold und Dings finde ich ganz gut, aber so unruhig das Ziffernblatt, so irgendwie so anders. Ne? Die Richard Mille ist ja auch unruhig, weil du halt reingucken kannst, aber das ist halt irgendwie so technisch cool. Wo du sagst einfach so, die Technik ist so faszinierend und dann dreht sich da alles und dann bewunderst du diese fantastische Technik, wie so beim Ferrari-Motor, die du ja auch mittlerweile gar nicht mehr siehst oder so, aber das ist auf jeden Fall ein Modell, nee, die hätte ich auf gar keinen Fall gekauft. Schöne Uhr, die hat keinen Aufpreis, überhaupt keinen Aufpreis. Ich glaube 3% oder so, aber nur weil ich auch hier die Mehrwertsteuer bekommen habe. Sonst würde man die hier günstiger bekommen draußen als im Laden. Trotzdem ist es mir sehr viel wertvoller, die Uhr im Laden zu kaufen, als sie irgendwo. Ja, aber die Uhr ist auch. Nee, die gefällt mir auch gar nicht. Draußen zu kaufen. Einfach die Aufmachung ist anders. Es gibt eine einzige Uhr, die ich am wenigsten mag und ich kann es dir nicht erklären, warum. Wahrscheinlich, weil die zu klobig ist. Und die mag ich eigentlich. Das ist ein Arbeitstier. Das kannst du überall mal im Fitnessstudio, glaube ich, anziehen und so weiter. Das ist ein Arbeitstier, finde ich. Ich habe sie bei einem Freund gesehen, habe sie Ich finde die richtig cool. Das wäre vielleicht ein Modell, was ich mir kaufen würde.
Kostet ja auch, glaube ich, 15, 17 oder so rum. Kann das sein? Schreibt mal in den Kommentaren, wenn ich mich irre. Aber also, mein Gott, ich finde die cool. Wieder dieses Gold und so, nicht voll Gold und keine Ahnung was so. Kauft und der mag sie jetzt auch nicht, der will jetzt seine auch verkaufen, ich will meine nicht verkaufen, aber wenn ich eine verkaufen würde, dann wäre es die hier, hat auch einen leichten Aufpreis vielleicht von 1000 Euro oder so, auch eine wunderschöne Uhr, ja, das hier dreht sich und das dreht sich, ja, okay, zweite Zeitzone, also was ist das, ne, aber ich finde die cool. Und höchstwahrscheinlich ist das noch die günstigste, also klar, die Day-Date da ist oder so, die sind auch nicht so teuer wie die anderen da mit 44 und so, aber... Wir lieben Spielereien, ja, da sieht man, wie sich das hier dreht, also ich liebe so Spielereien, das macht nette Geräusche, also ich bin nicht so wirklich... Aber das mit den Geräuschen, das hast du auch bei einer 20-Euro-Uhr, ne, manchmal? Ja. Uhrenkenner, ja, wenn du mir jetzt sagst, wie lange ist Patek Philippe da, wie lange gibt es schon Rolex, wie viele Uhren produzieren die, ich bin nicht so der Kenner, okay, aber ich genieße einfach diese wunderschöne Uhren, ich trage sie und ich kaufe sie sehr gerne ein, ja, aber halt, wie gesagt, nur im Laden. Aber wie teuer war die jetzt? War die 15.000, 17.000 oder so? Das hier ist auch eine wunderschöne Uhr, die hat mich irgendwo 23.000 Euro gekostet, die habe ich hier. Ja, aus irgendeinem Grund finde ich die auch gut, aber boah. Man kann nicht alles haben. Und was will man mit so vielen Uhren? Da hast du ja alle zwei Wochen, kannst du einmal in der Woche die Uhr tragen oder so, wenn du so viele Uhren hast. Dubai gekauft, in der Dubai Mall bei Rolex und die ist am freien Markt so um die 30.000 Euro. Da finde ich die davor irgendwie schöner, die Rolex. Also irgendein Grund, aber Geschmackssache, ne? Über Geschmack lässt sich nicht streiten. Kannst du checken, habe ich auch nur ein, zwei Mal gefragt, teilweise auch noch die Aufkleber da. Ist auch eine wunderschöne Uhr, bisschen klein für mein Handgelenk, aber wie gesagt, ich liebe sie, vielleicht kann ich... Aber kaum einer hat diese Big Bang. Da gibt es ja ganz viele, von Ferrari, Modelle und. Irgendwie finde ich die noch am coolsten. Keine Ahnung. Auch weil du dann teilweise Modelle, wo du durchgucken kannst. Und es ist von Omega, Apollo 8 oder so, The Dark Side of the Moon oder so, wo du dann halt so die Mondoberfläche auf dem Ziffernblatt hast oder so. Hätte ich mir jetzt fast gekauft, muss ich ganz ehrlich sagen. Die war irgendwo für 8.000 nagelneu. Und dann war echt so mehr als 3 Sekunden, wo ich gedacht habe, soll ich jetzt? Weil das Ziffernblatt finde ich fantastisch. Vielleicht kann ich die mal anziehen. Ich meine, machen wir erstmal mit jeder Uhr einmal diese geile Drehbewegung. Ja? Also dieses Video ist jetzt hier nicht um anzugeben, sondern eher dir zu erklären, wie ich mein Geld streue. Und wie gesagt, das ist mein Sicherheitseimer sozusagen. Ja? So. Ja. Wie gesagt, coole Uhr, ja, Preis teuer, tragen niemals. Ja, voll. Stehst du in Duisburg oder so am Bahnhof oder läufst durch Neukölln mit der Uhr? Boah, die schneiden dir die Hand ab. Yes. Okay, machen wir die nächste. Und wie gesagt, ich liebe jede davon. Ne? Es ist einfach nur geil. Ja? Es sind so viele verschiedene Flecken. Irgendwie dieses Schwarz-Gold. Ist auch cool. Nicht ganz so auffällig. Ich weiß auch nicht, dieses Orange, ja. Aber dieses Diamond und Orange, Ich mag auch diese, ist das Day-Date in Ice Out oder so? Oder Day-Just 41 in Ice Out, was so viele Rapper haben, die so unter 20.000 kostet. Ja, die finde ich auch noch ganz cool. Ich habe jetzt noch nicht den Mut gehabt, mir eine zu kaufen, um ehrlich zu sein. Davis hier, ja. Wenn man sich die Uhren anguckt, es ist einfach total unterschiedliche Designs, unterschiedliche Materialien. Ich liebe es einfach. Es ist unglaublich. So, was haben wir jetzt hier noch?
Wir haben hier noch auch eine neue Uhr, die ich mir geholt habe. Meine Audemars Piguet Royal Oak 41 mm. Eine richtig, richtig geile Uhr. Stahl, ja, auch hier. Die finde ich natürlich, aber die hat irgendwie was von DeLorean. Wenn du so einen DeLorean hast, in super geilen Zustand hast, diese Uhr ist es, glaube ich, so. Aber ich habe gehört, die ist sehr anfällig. Also mit der joggst du nicht und keine Ahnung, was kann das sein? Vom Optischen her, dieses Eckige ist schon High-End. Ja, finde ich cool. Ja, das ist so DeLorean-Style. Ich würde das Ding DeLorean nennen. Wenn bei Rolex die Dinger Pepsi und so heißen und so, aber das ist DeLorean. Auf jeden Fall. Wenn ich die sehe, denke ich immer an ein DeLorean. Ohne Scheiß. Aber kostet, glaube ich, auch richtig viel Geld. Und nachdem ich gehört habe, dass die sehr anfällig ist, wer hat korrigiert mich, ob das dieses Modell war, aber ich glaube schon. Bezahlt habe ich auch irgendwo 23.000 Euro. Und die ist so bei 27, 28, glaube ich. Ja, ich finde das Ziffernblatt auch richtig geil mit den Ecken und so. Und ja, wie das rausgearbeitet wurde und so. Ist mit dem schwarzen Zifferblatt, finde ich richtig, richtig geil. Die hat nicht so viel Aufpreis, also 5.000, 6.000 Euro, aber wie gesagt, ich kaufe die Uhren nicht, welche wie viel Aufpreis hat, sondern danach, welche mir auch gefällt und trotzdem noch wertstabil ist. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Eine, auf die ich ganz, ganz stolz bin, ist die hier. Die habe ich ungefähr für 13.000 Euro bekommen. Aus irgendeinem Grund gefällt mir die auch nicht. Dieser Kreis mit den Zahlen und so. Also, dieser Kreis gefällt mir irgendwie nicht. Keine Ahnung. Ich weiß nicht warum. Manchmal so diese drei Kreise und so sehen cool aus, aber das sind irgendwie nicht. Keine Ahnung. Geschmackssache, ne? Aber das ist das Coole. Das ist das Coole, dass Coco das feiert und ich sage, oh, nee, nicht so toll. Sonst würden ja alle die gleichen Uhren tragen. Ist meine Stahl. Sky-Dweller, ja. Das hier ist die Sea-Dweller. Manchmal verwechsle ich die einfach. Oh ja, ich verwechsel die auch. Das hier ist die Sea-Dweller und das hier ist die Sky-Dweller. Und die hat einfach richtig geile Funktionen. Man hat hier sogar den Monat, man hat zwei Zeitzonen, man hat das Datum noch, eine richtig geile Uhr und eine 42er, also sieht für mich, für mein Handgelenk, was immer größer wird, ja, sieht richtig, richtig geil aus, gefällt mir. Hier haben wir eine kleine, süße, schöne Uhr von meiner Frau, ja. Er hat immer noch nicht alle gezeigt gehabt, ne, er hammert hier. Die habe ich so auf der Rolex-Seite als das Modell der Damenuhren gesehen und die hat mir gefallen und die habe ich sofort bestellt. Ist gelb, gold, grün mit. Da kann man nicht viel falsch machen, ne? Ich meine, ich mag diese B-Color-Sachen, Stargold-Modelle. Ja. Ein bisschen Diamanten hier mit der geilen Goldlunette, eine Datejust, gefällt mir. Sehr, sehr gut. Ja, also ich liebe die Uhr selber, aber natürlich nicht sie zum Tragen, sondern wenn sie meine Frau trägt, sieht sehr, sehr weiblich aus, sehr schön. Und die hier passt hier aber auch, ja, weil meine Frau ist sehr, sehr groß, ist 1,84, ist größer als ich. Und wenn sie. Ich glaube, ich habe seine Frau noch nie gesehen, oder? Habe ich seine Frau schon mal gesehen irgendwo in einem Video? Nee, ich glaube nicht. Die hier trägt, sieht es auch sehr, sehr schön aus und trotzdem noch weiblich. Ja, also diese Day-Date-Modelle sind eher so unisex. Die können Frauen tragen, die können Männer tragen. Und ja, das war's hier mit der Sammlung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 Uhren. 12 Uhren, einige noch bestellt, bei vielen auf der Warteliste. Ja, so, wenn wir jetzt großzügig rechnen, ich rechne jetzt die Preise, unter die ich diese Uhren hier niemals verkaufen würde, sagen. Also, lass mich schätzen, 800.000 Euro. Das Video ist so. Ja, mal, ja. Also, so auch ein bisschen Traumpreise, aber nicht ganz unrealistisch. Ja, also so ein bisschen Marktpreise. Und wie gesagt, das ist mein Sicherheitseimer hier. Ja, das ist meine Sicherheit. Okay, hast du schon ein paar Mal gesagt, aber wird, ja, sollte ja jeder haben, ne?
Sicherheitsabteilung hier, okay? Das ist sozusagen mein Sparbuch, okay? Meine Rente, was auch immer. Oder das, was ich an meine Kinder vererbe, ja? So, wenn wir so anfangen zu rechnen, würde ich die... Sieht auf jeden Fall geil aus, wie 800 Euro auf dem Sparbuch bei der Sparkasse. Und du schlägst es, also steht 800. Hat er auf jeden Fall einen Optikvorteil. Hier mit 500.000 Euro rechnen... Die hier nehmen wir den realistischen Preis jetzt von 55.000 Euro, haben wir 555.000. Die hier 45.000 Euro, haben wir 600.000. Die hier 30.000 Euro. Die hier 30.000 Euro, haben wir 660.000. Also ich finde ganz ehrlich so 10.000 Euro, 20.000, 30.000. Und dann ist bei mir der Ende ab, dann weiß ich das nicht mehr, dann, ja, das ist so viel Geld. Also ja, 10.000 Euro ist schon viel für eine Uhr, ne? Aber das ist echt Hammer. Das sind, liegen, ja. 30.000, die hier, 30.000 Euro, haben wir 690.000. Die hier, 20.000 Euro haben wir 710.000 und ich weiß, der Wert jetzt hier ist 17.000, 18.000. Ich sage, ich runde ein bisschen auf. Wie viel hatten wir jetzt? 710.000, wenn ich mich nicht verrechnet habe. 710. Die hier 25.000 beide. Nehmen wir 735.000. 735.000. Hier 15.000, 750. Ah, doch 15.000, okay, Wert habe ich ja so ungefähr gesagt. Manchmal Richtung 17 auch, habe ich die schon gesehen. Ja, das ist so ein Modell, ich mag das, ich feiere das Modell tierisch. 50.000 und die beide hier 50.000, sage ich mal, dann sind wir bei 800.000. Ja, also die rechne ich, dass sie noch weiter steigt, vielleicht so auf 40 und die hier Standard 10.000. Ja, also jetzt auch ein bisschen aufgerundet. Ja, 800.000, wenn ich mich irgendwo nicht verrechnet habe. Und das ist sozusagen mein Spar. Fast Millionär in Uhren. Geil. Das ist cool. No hate. Trag hier, ja, das ist, und das ist etwas, was halt auch Spaß macht. Ja, du hast die ganzen Boxen. Ich habe überall Boxen. Ich habe sogar noch Boxen, eine Patek Philippe Box ist noch in Deutschland irgendwo. Ja, das ist sozusagen mein Hobby, das ist mein Spaß. Es ist hier das Männerwohnzimmer in der Wohnung sozusagen. Hier siehst du die ganzen Tüten, alles ein bisschen. Das ist zum Beispiel die Richard Mill-Tüte. Ja, so sieht die aus. Das ist ein Uhrenzimmer. Wer will das nicht haben? Aus. Hier ist auch das originale Armband. Ist halt, das liebe ich halt, wenn du im Shop kaufst, da kriegst du halt alles, da kriegst du die ganzen, das ist ungetragen, das ist aus Leder, nur diese Uhr hat ein Lederarmband, warum? Weil die zu schwer ist für diese anderen, aber ich habe das trotzdem gewechselt zu einem anderen. Dann, was gibt es hier noch, was ich dir zeigen kann? Ja, ich kann die Uhr wieder wegpacken hier. Und ja, es gibt noch zu der Richard Mill, habe ich noch hier so ein Zertifikatzeug mit all... Alter Schwede! Drum und dran. Ich weiß nicht, ob ich es zeigen darf. Das ist verboten. Nein, warum soll das verboten sein? Dass man es nicht irgendwie fälscht, weil ein Freund hat eine gekauft, die er eben nicht bei Richard Mill gekauft hat. Und die war geklaut mit gefälschtem Zertifikat. Da ist das Zertifikat. Okay. Also wenn du das kaufst, erstmal zu Richard Mill einschicken oder was? Zertifikat sonst. Hier ist so eine Richard Mill... Activation Warranty Card, hier sind irgendwelche Katalogs, also alles komplett da und genauso liebe ich es auch und nicht irgendwelche zusammengebastelten Drecksdinger, ja. So. Ganz ehrlich, wenn du so viel Geld ausgibst, ne? Ich habe das auch jetzt schon ein paar Mal, ich bin immer mal wieder am Gucken. Und dann gibt es dann halt eine Uhr mit ein paar Kratzer oder so und die kostet dann halt 10.000 Euro, aber als Neumodell kostet die dann 12.000 Euro. Wenn ich 10.000 Euro für eine Uhr ausgibt mir ein paar Kratzer mit Gebrauchsspuren deutliche, habe ich die 2.000 Euro auch nur, um mir neue Modelle zu kaufen. Unfassbar, wenn ich das dann sehe, ich habe die Fotos mir angeguckt auf der Webseite, denke ich mir so, warum soll ich mir für 2.000 Euro weniger dann halt so ein zerkratztes Modell holen?
Das macht dann auch irgendwie keinen Sinn. Deshalb dann schon lieber nagelneu. Das habe ich aber schon immer gemacht, auch jetzt hier mein MacBook oder so für 2.500 €. Bevor ich mir was Gebrauchtes kaufen, möchte ich das erste Mal auspacken. Ne? Selbst wenn ich dann 300-400 € gespart hätte beim MacBook, nein, ich möchte ein neues haben mit neuer Garantie, wo ich weiß, hey, ich schicke es einfach zurück, wenn da was dran ist oder sonst was und nicht dann halt. Ja, das Mindset verstehe ich manchmal auch nicht bei manchen Leuten. Also ich will jetzt nicht alles... Gerade, ne, das ist ja jetzt nicht so, dass es ein Hartz-IV-Empfänger mal, der nicht mehr Geld hat oder so, ne? Dann kann ich das verstehen, dass man auf 50 € guckt oder so. Aber bei so einer Uhr bei 10.000 €, ob ich 10.000 oder 12.000 € ausgibt? Ne. Schlecht machen, ja, die irgendwie Uhren am freien Markt verkaufen, um Gottes Willen. Ich finde es geil, weil, guck mal, ich habe jetzt hier ungefähr 650.000 für Uhren ausgegeben, okay? Und nur deswegen kriege ich auch so ein bisschen interessante Modelle. Also, wenn das nicht der Fall ist, ja, du kriegst einfach die interessanten Modelle nicht. Das ist ganz, ganz... Das ist ja ein Unterschied, ob ich halt eine relativ gute, aber ne, ich meine, die Gebrauchsspuren und keine Ahnung was, warum soll ich denn das dann kaufen? Ne? Klar, wenn das Modell auch nicht mehr da ist, es wird nicht mehr produziert und du willst es haben, ist das wie bei Ferrari. Ne? Oder gerade so ein Ferrari. Ne? Würde ich auch einen ein Jahre alten Ferrari gerne kaufen, wenn du dann halt einen guten Preisnachlass ist oder so. Aber du kannst natürlich mit so einem ein Jahr alten Ferrari besser nach Ferrari hinfahren und sagen, hey, check dir mal durch, macht mal kurz ein Wertgutachten oder sowas. Ganz schwer, deswegen muss man sie auch am freien Markt kaufen und ich finde es auch cool, dass es diese Händler gibt, die Uhren auch nicht alle zum Listenpreis kaufen, ja. Jetzt dreht sich das Ding hier schön, also die kaufen teilweise auch. Ja, das Ding ist cool, das Ding ist echt cool. Ja klar, gibt es ganz viele, ne, auch mit 4 Uhren oder so, aber ja. Auch zu ordentlichen Aufpreisen, ja, weil sie können auch nicht 10 Aquanauts kaufen zum Listenpreis. Wie soll das gehen? Das wäre ein absolutes Paradies, aber das funktioniert so nicht, ja. Also das heißt, sie kaufen die Aquanauts auch mit Aufpreis von Menschen, die sie normal bekommen haben, die auch nicht dumm sind, die verkaufen sie mit Aufpreis und die packen sich ein paar 1.000 € drauf und verkaufen sie. Okay. Ja, ich habe gehört, es gibt auch viele Rolex-Händler, dann kriegst du die zum Listenpreis, aber du musst dann halt noch ein paar andere Uhren kaufen. Ne? Keine Ahnung, ob das stimmt. Du kriegst die dann zum Listenpreis, aber du musst dann noch 2 Breitling-Uhren kaufen oder so zum Listenpreis. Und dann kriegst du das ganze Paket oder so. Ah, keine Ahnung, es gibt viele Tricksereien. Ja, Investment mit Uhren, eher Sicherheit, würde ich sagen. Das ist, man weiß es aber auch nie, ja. Ist es denn wirklich sicher? Bis jetzt ja, definitiv. Uhren haben einen richtig geilen Trend hingelegt. Wohnungen, Uhren, bestimmte Autos, vielleicht limitierte Fahrzeuge, die dann auch immer mit Aufpreis gehandelt werden. Ja, da habe ich ja auch einen limitierten SL. Aber es sollte ja auch Spaß machen, ne? 45 Autos weltweit, 2013 sonst. Ich liebe meine Uhren, ich trage sie gerne und ich bin auch... Ja, dann bleiben wir doch da. Er liebt seine Uhren. Das ist doch cool. Das soll doch Spaß machen. Ein Investment, was auch noch Spaß macht, das ist sehr geil. Mein Name ist Michael Kotzer, ich bin der Rucksackunternehmer und ich bin raus. Ciao.